Das kann ich hier wahrscheinlich ähnlich agieren und krieg einfach sehr, sehr schnell sehr, sehr viel Größe. Der fliegende Wal ist uns wunderbar ausgewichen, der Sack. Riesenkaninchen. Oh, okay. Da will ich auf jeden Fall auch einmal durchzimmern. Okay, man sieht auch schon gleich, ich habe da schon so kleine Inseln gesehen, die wir auf jeden Fall auch als Ganzes einsammeln dürfen hinterher. Holen wir auch schon drauf. Die Fette können wir noch nicht einsammeln. Wie heißt eigentlich der Riesen-Riesen-Elefant? Weil der war ja auf jeden Fall deutlich größer als den, den wir schon mal eingesammelt haben. Oder riesiger Königselefant vielleicht. Ah, der hieß ja nur riesiger Elefant, stimmt. Oh, endlich können wir reden. Darum geht's nicht. Nein, das ist keine Lösung. Was unsere Pläne für die Zukunft sind? Vielleicht sollten wir doch Pandas werden. Ein niedlicher Panda werden und somit die Herzen gewinnen. Wie niedlich. Schau dich den mal an, das werden sie sagen. Na gut, klingt nach einem Plan. Du kommst auch an andere Orte, wenn du hier weiterrollst. Versuch, eine gute Zeit zu erreichen, damit du dich nicht langweilst. Ich langweile mich nicht, überhaupt nicht. So, okay. Ein paar Meter hätte ich trotzdem noch gerne vorher, wenn es recht ist. Ach, das ist ein Schiff. Ich dachte, das wären irgendwie ganz viele Röhrchen gewesen oder so. Da kann ich natürlich erstmal vergessen. Hey, was ist das? Ja. Hier haben wir den Mount irgendwas Moor. Auf jeden Fall den Mount Rushmore nachempfunden. Mount Katari Moor. Aber wir zimmern hier einmal quer durch die Welt, ne? Auch wenn es jetzt, ich sag mal, geografisch vielleicht nicht ganz realitätsgetreu nachempfunden wurde. Ah, ich darf die Freistadt noch nicht einsammeln, warum nicht? Aber Eiffelturm haben wir schon gesehen, ne? Ich sag mal, China-Geduld. Ich glaube, die chinesische Mauer hatten wir, glaube ich, in dem, sag schnell, so genau wie möglich gesehen. In der großen Perfektion. Komm schon! Genau so. Wow. Und halt die Osterinsel-Statuen und all so ein Geduld. Ja, hier ist doch die chinesische Mauer, genau. Gerade auch einfach ein Stück von geklaut haben. Kann man ja machen. Wow, okay. Ich stelle gerade fest, wir werden auf jeden Fall sehr, sehr groß. Und da oben ist noch was mit 300 Metern, ne? Und ihr seht. Was ist denn da gerade? Jurassic irgendwas? Hab ich jetzt? Ja! So cool, wenn es hier eine Trophäe gäbe, wenn ich die alle Merkmale irgendwie einsammeln würde oder so. Am besten in einem Durchlauf. Weil nee, das wäre doch doof. Stell ich gerade fest, das wäre doch doof. Das kann ich nicht einsammeln. Okay. Doof. Oh, aber geile Wilde, die ich gerade gesammelt habe. Schön mit Pool und so. Ja. George. Peacock Tire. Oh, ich will die ganzen Nessies haben. Mysteriöse Kreatur. Oh, da oben ist ein Geschenkevulkan. Nicht Big in Japan, sondern ein Geschenkevulkan. Ja, bisschen. Oh, war das ein Geschenk von einem Fan? Bla bla. Ja, ich passe drauf auf. Ich versuch's zumindest. Schöner Satellite. Ich trinke kein Satellite, ich trinke lieber Satellite Zero. Strudel dürfen wir noch nicht hin, dafür sind wir noch zu klein. Ist klar. Das sieht mit den vereinzelten Inseln aus, auch noch nicht, aber den Stein hier. Knospi-Insel hieße. Das ist so bunt geschrieben, ich habe echt Schwierigkeit, das zu lesen, ne? Gibt's da mein Alter? Höchstwahrscheinlich, muss es ja, ne? Aber irgendwie fehlt mir jetzt hier gerade so für die 300 Meter so ein bisschen der Flow, ne? Mecha-Mogran. Also nicht Mecha von Mecha. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, da muss doch irgendwo noch was sein. So mit Land und so, ne? Schöne Pyramiden, perfekt. Die Oase darf ich nicht einsammeln, warum nicht? Ein Geheißluftballon. Die Sphinxen. Alter, komm. Ich habe jetzt noch 6 Minuten Zeit. Gut, ich muss jetzt auch keine 400 Meter mehr. Aber nicht mehr ganz 400 Meter. Das ist gar nicht so weit weg gewesen. Okay, jetzt bin ich wieder ein bisschen schneller unterwegs. Also, die UFOs sehe ich schon gerne, da bin ich ehrlich. Ha, zumindest ein. Wow. Oh, jetzt kann ich die Strudel auch einsammeln. Sehr geil. Bin gespannt, was bei 300 Metern aber passiert, weil da oben ist ja irgendeine Begrenzung mit 300 Metern, was auch immer das bedeutet. Komm schon. Aber ein UFO habe ich gerade eingesammelt, ne? Das reicht mir dann auch. Das will ich mehr als ein. Wäre vermessen. Aber die ganze Tektonik-Scheiß, wie viel mir das halt auch hergibt einfach, ne? Von der Größe her.
Guck mal, 3 Meter so eine Insel. Ich finde es geil, dass die Inseln. Ach, das sind riesige Meeresschildkröten, die aussehen wie Inseln. Wollte ich gerade sagen, ich finde das geil, dass sie einfach Angst haben, wenn ich auf die zurolle, die Inseln. Obwohl es halt Inseln sind, aber. Warum hängst du da gerade fest? Ich dachte nur, das sind Inseln, aber es sind eigentlich nur Schildkröten. Ah, okay, 3 Meter. Jetzt ist wahrscheinlich die Begrenzung weg. Oh, endlich können wir reden. Vergiss die Sache mit dem Panda, wir sind wir. Der König ist der König, aber es geht schon. Wir haben gerade nur verstanden, dass wir ohne Katamari Damashi nichts sind. Der König des gesamten Kosmos sorgt dafür, dass alle eine gute Zeit haben. Es ist wichtig, die Zukunft im Blick zu haben. Aber noch wichtiger ist es, den Moment zu leben. Okay, lass uns jetzt den Katamari noch größer machen. Auf geht's! Ich denke mal, jetzt geht's nämlich ab. Jetzt haben wir auf jeden Fall auch eine Skalierung erreicht, ne? Wir sind richtig flott unterwegs und wir können jeden Scheiß... Okay, also noch lange nicht jeden Scheiß, der hier rumfleucht. Aber schon sehr viel von dem, was hier abgeht, können wir einsammeln. Das hat Vulkan auf jeden Fall noch nicht. Ach, guck mal noch, Cousin. Hallo. Ah, den haben wir schon gehabt. Wie viele Cousins hier unterwegs sind. Der Phönix aus der Asche. Den 500 Meter haben wir gleich auch schon erreicht. Ja, da müssen wir auf jeden Fall hier ein bisschen mal mit dem hier arbeiten. Die Sachen schon voneinander auch weit weg sind. Ich frage mich auch nur, was dann hier noch kommt, weil, das wirkt eigentlich so wie eins der Abschlusslevel, ne? So schön zum Abschluss nochmal quasi die ganze Welt aufrollen. Okay, aber das Ziel haben wir gleich schon erreicht. Das ist gut. Das freut mich. Aber da geht auf jeden Fall noch viel, viel mehr. Da geht viel, viel mehr. Heidi Witzka geht da noch was. Der will jetzt keinen zweiten Sprint machen. Ist auch okay. Ach, hier, die Thunderbird-Rakete. Versteckte. Schön. So. Und geschafft. 500 Meter, Bitches. 500 Meter schon, ne? 500 Meter. Wir machen jetzt Katamari, bla bla bla. Wir haben so weit vorausgedacht, aber uns eben noch nicht so recht, aber dass du schon mal hier bist. Mach ihn noch größer. Ich habe einfach ein Drittel der Wörter einfach nur ausgesprochen und den Rest einfach übersprungen. Weil ich unbedingt weitermachen wollte. Weil ich will ja dann auch ein gutes Ergebnis erreichen, ne? Ich frage mich nur, finde ich jetzt hier nur die Cousins, die ich jetzt alle schon eingesammelt habe, oder finde ich hier auch die, die ich noch nicht eingesammelt habe? Das wäre nämlich mal interessant zu wissen. Lalala. Ja, komm schon. Den habe ich auch schon. Weil deswegen hat es auch so ein bisschen Stil vom letzten Level, weil ich ja die ganzen Cousins hier halt nochmal sehe, ne? Oder viele von denen zumindest. Alter. Sei nicht so träge, Junge. Ich muss schnell größer werden, weil ich bin mit der Größe überhaupt nicht einverstanden. Bin ich ehrlich. Da geht so viel mehr, ne? Da geht so viel mehr. Ich wette, da geht wirklich noch viel, viel mehr. Aber es gibt noch ein Level, das kann natürlich auch sein. Ich habe noch 2 Minuten Zeit. Das ist bisher wirklich alles nur die Cousins gewesen, die ich schon habe. Also okay, die geben alle Größe her. Wow! Nein! Oh, zweiköpfige. Uran. Wie hieß der nochmal? Ja, die gab's doch wirklich bei, sag schnell, bei Godzilla. Beim Spiel war er eigentlich ganz gut. Ganz guter Kämpfer, ganz guter Charakter. Also alles weniger als 1000 Meter wäre auch echt schlecht gewesen, wenn ich das nicht erreicht hätte. Das ist zu langsam. Müssen schneller werden. Ich habe gleich nur 1 Minute Zeit. Oh Gott, Junge! Oh, diese Trägheit macht mich wahnsinnig, ohne Scheiß. Und auch das Springen bringt nicht mehr viel, wie man sieht. Ja, ein bisschen was bringt zumindest. Ja, Klappe. Dafür keine Zeit. Ja gut, aber wenn wir hier noch einen ewigen Modus haben, dann können wir hier uns auf jeden Fall noch komplett ausleben, irgendwann mal. Ich will mal den Wärme hier haben. Ich hoffe nur, dass er mit meiner Leistung zufrieden ist, ne? Weil man kann zwar sagen, ja, du hast das Doppelte von der Norm erreicht, aber das heißt nicht, dass der König zufrieden ist. Da geht auf jeden Fall mehr, weil gerade hier, als wir so groß waren, habe ich nicht so gut performt. Ging sehr oft irgendwo fest und alles. Und das ist nicht gut, nicht gut. Gar nicht gut. Nein! Wo springst du denn hin? Also, er kommt jetzt einfach auf den Boden der Tatsache wieder zurück. Ich sehe hier so viele Wolken. Und es ist doch sehr gut gewesen.
dass ich jetzt hier eine Wolke sehe. Das hatten wir nämlich auch bei Katamari Damashi Reroll. Das ist dann mit extrem guten Versuchen waren. Oder es hat was mit der Zeit zu tun. Das kann natürlich auch sein. Ich bin gespannt. Wir werden immer wir sein, ja. Egal, was andere sagen, wir sind, was wir sind. Wir machen uns keine Sorgen um die Zukunft. Der König ist der König, ganz einfach. Aber wir fühlen uns viel besser. Katamari. Oh, hat mich vergessen. Kleiner als wir dachten. Was? Nein. Wir finden Katamari Damashi macht mehr Spaß. Irgendwas stimmt nicht. Findest du nicht auch, kleiner Vogel? Einfach nur enttäuschend. So wie der kleine Vogel sicherlich nicht größer. Fick dich, Alter. Wow. Wir haben ein Fushi geschenkt bekommen. Großartig. Was ist denn ein Fushi? Er ist schon cool, aber er ist uns viel zu klein. Pinsu, du kannst ihn haben. Er ist von einem Fan. Wir hoffen, du weißt ihn zu schätzen. Fühlt sich dieser Katamari fühlt sich naturmäßig an. Unsere Königin könnte ihr gefallen. Aber wir hätten lieber einen, der Pflanzen-Iger ist. Er ist klein, er ist groß. Wer weiß schon. Bei diesem Katamari, was ist das für ein komischer Vogel? War es wirklich so ein Spiel? Mein Schnabel weiß bei diesem Katamari nicht so recht. Eure Hoheit kann den haben. Ich mach's jetzt nicht nochmal. Nein, du kannst mich am Arsch lecken. Wirklich. Das ist aber viel zu lang. Wir werden jetzt nochmal so schnell wie möglich irgendwie eine bestimmte Größe erreichen haben. Zwitschert der Urknall? Du hast den Ursprung geschaffen. Soweit das Auge reicht, Urknall. Tatsächlich, ja. Okay. Kommt erstmal noch Story? Nein, keine Story mehr. Ist schön draußen. Ah, und es fühlt sich gut an. An solchen Tagen braucht man unbedingt ein Picknick. Und wir lieben Sandwiches. Oh, wir sehen etwas. Ja, wir haben ein Bild davon im Kopf. Ist immer noch dieser Hund aus der Auswahlwiese? Wuff, es könnte funktionieren. Wuff. Ach so, weil ich jetzt eigentlich theoretisch, ne, die Sonne aufrollen könnte. Ich wollte mal kurz gucken. Ja, so schnell wie möglich 1000 Meter. Das machen wir natürlich. Das war nichts. Ich bin noch nicht gut. Der war nicht groß. Der Katamari war sehr klein. Tut mir leid, aber ich möchte es noch einmal versuchen. Alter, der war doch nicht klein. Leck mich. Das bringt uns zum Nachdenken. Was machen wir? Bla, 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 bla. Das wird schädlich wunderbar. Ein größer Katamari. Frei und ungebunden. Hippie, wollen wir los? Wie frei und ungebunden? Ich habe Zeitdruck. Nein, ich habe keine Zeit. Ich habe ein Ziel, was ich erreichen muss innerhalb von einer bestimmten Zeit. So rum. Wir sind irgendwie gelangweilt davon, Sachen größer zu machen. Wir haben es satt, ihn einfach größer zu machen. Also hatten wir eine Idee. Wir versuchen, so schnell wie möglich zu rollen und ihn ungefähr so groß zu machen. Peso, du schaffst das sicher. Na gut, also viel Glück. Alter. Das schafft ihr aber jetzt nicht in weniger als 2 Minuten, ne? Ich meine, immerhin, ne? Immerhin bin ich jetzt, glaube ich, ein bisschen größer vom Start her. Aber trotzdem sehr interessant. Nein, ich werde das, also ich mache jetzt hier auch eine Ausnahme, bei dem werde ich jetzt nicht nochmal machen, nee. Bei 17 Minuten, das will ich euch einfach nicht antun. Ich glaube, ich hatte das ja auch in der ähnlichen Situation, wie gesagt, bei Katamari Forever gehabt. Wo ich dann ausgerechnet bei dieser Aufgabe halt 500 Mal probieren musste. Und ich denke mir, ey, ich war fast dreimal so groß wie das Ziel, was ich erreichen sollte. Das sollte ja ausreichend sein. Und ja, den Ewigen-Modus machen wir dann sowieso noch, weil ich würde schon gern wissen, wie weit ich da eigentlich kommen würde. Also wie groß ich eigentlich werden würde. Wie viel ich da noch einsammeln kann. Weil ich weiß nicht, ob das vielleicht das Weltraumgedöns war, ne? Wo man dann hinterher auch Sternen dran einsammeln kann. Da bin ich mir nicht so ganz sicher. So, 1 Millimeter müssen wir noch sammeln, genau, bis wir den nächsten Bereich freigeschaltet haben. Ja, ist okay. Ich weiß es doch. Achso, und übrigens hat sich dann hier auch die Frage erübrigt, von wegen, wie dann der Loop von den Liedern ist. So. Auch wenn der jetzt hier sagt, ich bin unzufrieden, ist mir jetzt egal. Also nicht, dass ich das Spiel unbedingt jetzt hier beenden möchte oder so, aber das möchte ich euch einfach nicht antun. Jetzt mal 17 Minuten und dann wieder zu hören, nee, das reicht mir noch nicht, ne? War es leider ein bisschen zu langsam. Plus halt noch dann hinter. Ui. Warte, die können wir doch schon aufsagen mittlerweile. Plus halt hier noch, weiß nicht, 7 Minuten oder so zu brauchen, um halt die Größe zu erreichen. Um auch da dann festzustellen, dass ich dann höre, ja, das war mir aber nicht schnell genug. Nee.